habe heute ein Douglas High-End-Haul für euch. Wie immer gilt, jeder gibt so viel Geld für Kosmetik aus, wie er möchte. Ab und zu shoppe ich High-End, ab und zu Drogerie und heute ist High-End an der Reihe. Gestern kam dieses wunderschöne mintfarbene Douglas-Paket bei mir an. Ich habe auch noch ein, zwei andere High-End-Sachen in letzter Zeit gekauft und die zeige ich euch jetzt auch einfach. Vielleicht kommt zeitnah nochmal ein Video dieser Art, weil ich noch auf zwei, drei Sachen warte, die jetzt aber einfach nicht angekommen sind. Ich wollte euch das jetzt aber zeigen, weil Douglas derzeit richtig gute Freebies hat, sprich Produkte, die ihr einfach umsonst bekommt. Ich verlinke euch das unten in der Infobox, also wenn ihr irgendwas von Douglas wollt, dann bestellt genau jetzt. Die erste Sache, die ich gekauft habe, ist von Kiehl's und wenn ihr mein Köln-Haul gesehen habt, wisst ihr, dass ich mir das Midnight Recovery Oil gekauft habe und noch zwei, drei andere Sachen waren dabei und ich meinte ja, ich möchte mehr von der Marke ausprobieren und wenn ich das sage, meine ich das so. Dann bin ich so voll drin und sage, okay, jetzt gebt mir Empfehlungen, das habt ihr ja auch gemacht. Und dann habe ich mich so umgeschaut und dachte mir, okay, es sind so viele Empfehlungen, ich kaufe jetzt etwas, was ich wirklich brauche, derzeit, man mag es kaum glauben. Und zwar ist mein Toner leer, der von Aveda, das Botanical Kinetics Toning Mist. Für mich der beste Toner, den ich in meinem ganzen Leben benutzt habe. Ihr wisst es auch, wenn ihr meine anderen Videos einfach regelmäßig schaut. Aber der ist so teuer, ich weiß nicht, derzeit denke ich mir, nee, komm, ich probiere noch mal was anderes. Wenn das nicht funktioniert, gehe ich final zu ihm zurück und werde ihn nie wieder verlassen. Deswegen habe ich mir ein Toner, das war so ein bisschen Plattdeutsch, so ein bisschen Englisch, auch nicht schlecht. Nochmal, ein Toner habe ich mir gekauft. Es ist ein Gentle Toner to prepare, hydrate and comfort skin. Für alle Hauttypen, da sind verschiedene Öle drin, das ist so ein bisschen so eine Emulsion. Das habe ich auch im Internet gelesen, dass ihn viele deswegen nicht unbedingt mochten, weil sie ja ein Toner bzw. Gesichtswasser lieber sehr klärend haben bzw. flüssig. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, was viele dann vielleicht missverstehen. Er kann ja trotzdem klärend sein, aber ich denke, es ist voll so personal preference. Und ich dachte mir, okay, da ich so trockene Haut habe und Toner können ab und zu austrocknend für mich sein, ist das vielleicht der perfekte Toner für mich. Ich habe den gestern einmal benutzt, ich fand ihn sehr angenehm. Er hat definitiv meine Haut geklärt, obwohl das so ein bisschen milchig ist, was zuerst vielleicht ungewohnt ist. Aber ich muss ihn natürlich noch austesten. Also gerade bei Toner lasse ich mir mega viel Zeit und gucke, ob sich meine Haut verändert. Aber der ist halt echt so ein Drittel vom Preis, glaube ich, zu dem Aveda. Wenn ihr den habt, schreibt mir mal, ob der wirklich was kann. Man mag es kaum glauben, aber ich habe noch eine Sache gekauft, die mir wirklich leer gegangen ist. Man mag es kaum glauben, aber ich habe keine tiefenpflegende Lippenpflege mehr. Ich habe natürlich noch Babylips und so einen ganzen Kram, aber so eine wirkliche Lippenpflege wie mein Creme de Rose von Dior, der einfach leer ist. Es ist eine riesengroße Katastrophe. Ich habe das Töpfchen aufbewahrt und ich werde es auch niemals wegschmeißen. Einfach aus nostalgischen Gründen. Und mein Kräfte mir, deswegen brauche ich wirklich eine neue Lippenpflege. Und ich habe die hier entdeckt. Ich habe, glaube ich, noch nie jemanden über dieses Produkt sprechen hören. Von Ren, der Vita Mineral Lip Balm für All Skin Types. Und ich dachte mir, okay, ich möchte schon so lange was von Ren ausprobieren. Ich konnte mich absolut nicht entscheiden. Möchte ich eine Maske? Möchte ich einen Cleanser? Möchte ich eine Pflege? Dachte ich mir, okay, Yamina, was brauchst du? Du brauchst eine Lippenpflege. Ich habe den jetzt schon gestern und heute probiert. Der ist mega glossy, was ich voll cool finde, weil der pflegt meine Lippen, also so die letzten zwei Tage auf jeden Fall, aber ist glossy. Ich habe das hier, eigentlich habe ich nur den drauf und einen ganz leichten Gloss oben drüber. Ich bin begeistert bis jetzt. Er riecht so ein bisschen minty, so ein bisschen neutral, also jetzt nichts Schlimmes. Und wenn der wirklich was kann und meine Lippen pflegt, dann bin ich natürlich sehr glücklich. Die nächste Sache habe ich nur gekauft, um etwas umsonst zu bekommen. Ich bin nämlich ein großer Fuchs. Ihr müsst auf jeden Fall bei Frau Shopping vorbeigucken. Ich verlinke euch diese ganzen Coupon-Sachen, wie gesagt, unten und ihre Seite. Und da stehen halt ab und zu so Sachen, wenn man etwas von einer Marke kauft, dann kriegt man das und das umsonst. Und zwar musste man musste, in Anführungsstrichen, etwas von Soap & Glory kaufen. Und zwar habe ich halt für 3,95 € die Handfood gekauft. Die habe ich selber, die mag ich. Ich werde die einfach behalten, um sie dann zu verschenken. Aber ich habe sie gekauft, um die Righteous Butter Body Lotion zu bekommen. Die war umsonst. Also wenn du, wie gesagt, das von Soap & Glory kaufst, und das ist halt das günstigste, was man kaufen kann, hat man diese 250 ml umsonst bekommen. Ich finde es mega. Also ich meine, für 4 € habe ich ja quasi das bekommen. Es ist so wieder Frauenlogik, ne? Aber ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Ich mag halt den Duft mega gerne. Ich hatte da auch schon mal ein paar andere Produkte von der Reihe und das ist voll der gute Deal. Also in meinem Kopf auf jeden Fall. Jetzt kommen
mal zu meinen Augenbrauen. Ihr wisst, das ist ja immer ein großes Thema. Ich kann nicht aufhören, mich um meine Augenbrauen zu kümmern und neue Sachen auszutesten. Und zwar habe ich dieses Produkt bestellt aus zwei Gründen. Weil es Sarah Bow gezeigt hat, erster Grund. Und zweiter Grund, weil er mich sehr an den Arch Brow von Hourglass erinnert, den ich immer noch haben möchte. Und zwar von Smashbox den Brow Tech To Go. Den hat Sarah in einem Video gezeigt und ich dachte mir, oh yes, ich brauche dich. Dann habe ich den ausprobiert bei Douglas und dachte mir noch mehr, oh yes, und dann habe ich ihn bestellt. Und zwar habe ich die Farbe gekauft Taupe. Das ist definitiv die perfekte Farbe für meine Augenbrauen. Schöner, aschiger, heller Braunton. Und ich meine, guckt euch das mal an. Der sieht genau aus wie der von Hourglass. Er ist jetzt nicht signifikant günstiger als der von Hourglass, aber ich weiß ja, dass viele von euch ab und zu ungerne im Ausland bestellen oder kein PayPal oder eine Visa-Card haben. Und dann kann man den natürlich auch vor Ort beim Douglas probieren oder einfach dann hier in Deutschland online kaufen. Ich verlinke euch den mal und wenn euch der von Hourglass interessiert, ist das, denke ich, eine gute Alternative. Bevor ich weitermache mit Augenbrauen, ja, wir sind noch nicht ganz durch mit Augenbrauen, zeige ich euch kurz, was man derzeit noch umsonst bekommt bei Douglas, wenn man bestellt. Das ist natürlich so das Produkt, weswegen, glaube ich, jeder einfach bestellt hat. Und zwar kriegt man eine Full Size von der Origins Ginseng. Das ist ein Energy Boosting Moisturizer umsonst. Das ist natürlich ziemlich cool. Also das ist von Douglas so eine Aktion, wo ich denke, hey, ihr werdet da langsam. Ich denke, viele von euch wissen, dass ich ein sehr, sehr großer Origins-Fan bin und die Ginseng gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingscremes und ich liebe die Augencreme davon, die benutze ich auch derzeit. Und ich habe auch noch eine Ginseng im Backup, auch das wisst ihr, ich habe eine ganz dezente Horta-Schublade, aber man kann nie genug davon haben. Deswegen, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, ich muss bestellen. Und dann gab es auch noch dazu, das fand ich auch cool, weiel ich ja gerade auf meinem Kiehl's-Trip bin, von Kiehl's den Hydra Plumping, das Hydra Plumping Retexturizing Serum. Keine Ahnung, wie das ist. Ich bin wie immer sehr gespannt. Und von Smashbox, den habe ich aber auch in der Full Size, den Photo Finish Foundation Primer. Den mag ich auch mega gerne. Und dann konnte ich natürlich wie immer zwei Parfümproben mir aussuchen. Ich habe einmal C von Giorgio Armani genommen, weil meine Schwester das hat und ich habe das in München immer bei ihr benutzt und ich liebe das richtig. Ich finde das ganz, ganz toll. Und dann von Lancôme das La Vie Belle. Wer hat danach gerochen? Ah ja, auf dem Videoday, Nadine. Ich küsse dich, du hast danach gerochen, oder? Ich weiß noch, ich habe dich gefragt, wonach du riechst. Das hat sehr schön gerochen. Ich sprühe mich vielleicht gleich damit ein und riechen wir gleich. Da hätte ich jetzt fast eine Sache unterschlagen, die man auch umsonst bekommt. Und zwar von Anna Jahrke ein Make-up Remover Sponge. Finde ich ganz spannend, weil der ist unglaublich hart. Also man kann da gar nichts bewegen. Aber ich habe schon gelesen, wenn man den nass macht, wird er weich. Ich bin sehr gespannt, ob der was kann. Und das sind die Sachen, die man umsonst bekommt. Jetzt geht es weiter mit Augenbrauen. Das ist nämlich eine Sache, die habe ich geschenkt bekommen. Und das ist ein Geschenk, über das ich mich so freue. Saskia, danke nochmal, wirklich so, so lieb. Ihr müsst auf jeden Fall den Instagram-Account und ihren Blog anschauen. Ich verlinke euch das alles in der Infobox. Wenn ihr denkt, ich habe viel High-End oder shoppe viel High-End, sie hat noch ein anderes Level. Sie hat wirklich, also im guten Sinne, ganz toll. Ich bin jedes Mal so, oh mein Gott, ganz tolle Sachen und ich möchte alles haben. Und sie hat letztens bei Sephora bestellt und hat dann auch gekauft den Anastasia oder Anastasia Beverly Hills Brow Wiz. Leider Gottes, aber mein Glück, haben sie ihr die falsche Farbe geschickt. Und zwar die Farbe Medium Brown. Das ist genau meine Farbe. Und sie konnte den dann quasi, also sie hat das Geld zurückbekommen und meinte, hey, das ist doch was für dich. Und ich dachte mir, ja, ziemlich sehr sogar. Ich wollte ihn schon so lange ausprobieren. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, ist der Hype um diese ganzen Produkte ist überhaupt wert? Und ich muss sagen, ja. Ich habe den jetzt schon lange, über, ich glaube, 1,5 Wochen in Benutzung. Ich habe den auch heute wieder auf meine Augenbrauen aufgetragen. Tut mir leid, wenn ich gerade in meinen Haaren zu viel rumwurschtel. Verzeihung, irgendwie, ich habe die vorhin gewaschen, aber irgendwie liegen sie nicht. Was ich sagen wollte, ich finde den richtig, richtig toll, aber was ich schon immer vermutet habe, dass es ein Dupe ist zu meinem Estee Lauder Artist Brow Pencil. Also, wenn ihr sagt, ihr möchtet, was ich vorhin schon meinte, nicht online bestellen, das lieber ausprobieren oder einfach keine Visa-Karte habt, dann ist das wirklich ein 1:1 Dupe. Klar, die sind beide teuer, ist jetzt kein günstiges Produkt versus teures Produkt, aber der hat einen genauso tollen Spoolie, also so ein kleines Bürstchen, um die Augenbrauen durchzubürsten. Also das Produkt ist im Grunde identisch. Der gleiche Spoolie und die gleiche dünne Spitze für die Augenbrauen. Meiner von Estee Lauder ist wie gesagt leider leer und ich bin einfach glücklich, dass ich jetzt den hier habe, aber wenn ihr den nicht kaufen wollt, dann ist der von Estee Lauder genauso gut.
Und nochmal ein riesiges Dankeschön an dich, Saskia, ein virtueller Kamerahack. Danke, danke, ich freue mich unglaublich und ich denke, ihr merkt das auch alle ein bisschen. Wir haben hier noch ein Nachkaufprodukt. Ich zeige euch mal kurz das aufgebrauchte Tütchen. Da ist nichts mehr drin. Und wenn ihr mich auch länger schaut, wisst ihr, ich habe ein Problem mit meinen Poren. Auch wenn viele sagen, Jemina, was genau ist dein Problem? Ja, es ist mein Problem. Ich habe vergrößerte Poren. Ich finde es so schlimm. Das ist so eine Sache, die macht mich selber immer mega unsicher. Und ich denke mir, guck nicht auf meine Poren. Guck woanders hin. Das ist so, oh Gott. Vielleicht ist es übertrieben, aber ich kaufe alles, wo eine Pore irgendwie nur adressiert ist, denke ich, ja, das könnte ein Produkt für mich sein. Und so habe ich dann auch damals das gekauft von Urban Decay, den Complexion Primer, die Complexion Primer Potion. Das ist ein weißer Porenperfektionierer, der wirklich alles auffüllt. Die Haut ist so glatt. Richtig glatt. Das sieht so schön aus. Und ja, ich liebe das Teil. Und seitdem es Urban Decay in Deutschland gibt, dachte ich mir, hey, ich habe den nie nachgekauft, weil ich irgendwie dann nie die Muße hatte, aber es hat mir immer gefehlt. Und jetzt habe ich, die haben einfach nur neue Verpackungen irgendwie angelegt, habe ich den Pore Perfecting Complexion Primer nachgekauft. Ich kann euch den wirklich sehr, sehr empfehlen. Ich verlinke euch das mal unten, wenn ihr den vielleicht noch gar nicht kennt. Ein Porenfreund für jedermann, der mit Poren zu kämpfen hat. Ich habe mir gerade Folgendes überlegt, denn bei meinem letzten Mac-Haul hat euch das so gut gefallen, dass ich die Produkte sofort aufgetragen habe und so weiter. Und weil die nächsten Sachen jetzt alle mehr dekorative Kosmetik sind, spare ich die auf und zeige euch das, wenn die anderen Sachen angekommen sind. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch. Ich denke aber, das macht mehr Sinn und ich verlinke euch schon mal hier mein Wiki Bits and Pieces, weil da zeige ich euch schon ein Produkt, was ich gekauft habe. Also wenn ihr es gar nicht abwarten könnt, klickt hier mal drauf. Und dann habe ich hier noch mein Tom Ford Video mit meinen Lieblingslippenstiften und Nagellacken. Das könnt ihr euch auch gerne anschauen, denn ich habe vielleicht noch einen Tom Ford Lippenstift gekauft, der genau hier liegt. Also ihr wisst schon mal ein bisschen, worum es geht beim nächsten Mal. Dann klickt hier gerne drauf und dann sehen wir uns Sonntag wieder mit meinen August-Favoriten. Ich freue mich sehr für euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne Feedback da und habt ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.